Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play Thea, The Awakening. Jo, das letzte Mal sind wir schon relativ weit gekommen. Wir haben jetzt bei uns im... Wir haben jetzt bereits zwei Weiden und eine Schmiede, drei Weiden und eine Schmiede, wobei ich glaube, die eine Weide werden wir wahrscheinlich, könnten die zwei Weiden eigentlich verkaufen. Weil das da bringt zwei Nahrung und lockt drei Menschen an, während das da 1 und 2 bringt. Und das Problem ist, sehen wir das gar nicht, sehen wir nur in der Übersicht. Das Problem ist nämlich, man kriegt immer nur von einem von diesen Gebieten quasi die Vorzüge, das heißt, wir werden das da vielleicht verkaufen und das auch und machen nur mit dieser Weide und dieser Schmiede weiter. Die Schmiede da ist auch ziemlich gut, die bringt plus 3 Herstellungsbonus. Ja, nicht schlecht, aus Granit und aus Quarz ist diese Schmiede. Wenn wir noch andere coole Sachen finden, können wir noch eine bessere machen. Jo. Derzeit stellen wir auch ganz tolle Sachen her. Wir stellen einen super coolen Speer her und eine Seidenweste, die recht stark sein wird, hoffentlich. Jo, das letzte Mal habe ich ja schon, also wir haben jetzt schon 5 von unseren Dorfbewohnern benannt. Ich habe mir überlegt, ich werde möglicherweise heute noch jemanden benennen, und zwar in quasi für die 6b. Ich werde einen benennen und werde damit gleich 4 Leute bezeichnen, weil immerhin ist die 6b die erste Klasse, die ich habe, wo ich 4-mal den gleichen Namen drinnen habe, nämlich David. Das heißt, wir werden irgendeinen von diesen Schwammern, die da mit uns mitrollen, David nennen heute. Schauen wir mal, die sind schon gegangen. Schauen wir mal. Wen von denen wir David nennen? Unjewit vielleicht, hm? Oder, na, Matidusche ist eine Sie. Chepire ist, glaube ich, auch eine Sie. Na, Slava ist eine Sie. Andela ist, glaube ich, eine Sie. Das ist auch ein Mädel. Den Sali und den Matthias haben wir schon. Henjo. Ah, der ist perfekt, den nehmen wir David. Okay, ich schreibe sie jetzt mit V, obwohl ich weiß, dass einer von den Davids mit W geschrieben wird. Der hat halt ein Pech gehabt. So. Und wieder haben wir einen Namen aufgebraucht. Gut. Na dann, machen wir weiter. Ja, ja, okay. Warum habe ich da keine Probleme? Habe ich das letzte Runde schon machen können? Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht geschaut und ich habe jetzt 3 Tage nicht gespielt. Ich weiß es echt nicht. Wollte ich auf etwas sparen? Ja, auf die schweren Rüstungen. Genau. Genau, als nächstes will ich schwere Rüstungen machen. Das machen wir auf jeden Fall mal so. Das heißt, wir sparen. So, wir verdienen 2 Fleisch durch die Weide. Ausgezeichnet. Mhm. Gut, wir waren da gerade dabei, uns umzuschauen. Gibt es da irgendwas in der Gegend, was so ausschaut, als könnte es interessant sein? Nö, eigentlich nicht. Welche Sachen gefunden? Na, ah, da gibt's Weiden. Ja, gar nicht so schlecht, das abzubauen. Ja, machen wir nächste Runde. Wir wollten ja da schauen, ob wir da irgendwie durchkommen. Und dann können wir da drüben nämlich. Da drüben gibt's irgendwas Interessantes. Ah ja, genau das da. Das Schlagholz.
Das brauchen wir, weil wir wollen ja Speere machen und mit dem Schlagholz werden sie ein bisschen besser. Genau, das heißt, wir gehen da jetzt rüber durch und schauen uns die Gegend mal an. Achso. Die Dings, die Steuerung ist aber der Hund. Ja, okay, was ist das? Keine Ahnung. Besiegen wir mal. Was ist das? Ja, wir jagen das auf jeden Fall. Auf zur Jagd. Automatisch lösen. 6 Fleisch, ein Übungsschwert. Okay, das verkaufen wir. Oder das bauen wir ab. Huch, Schlangen! Wir sehen wieder was, ist das schön. Na gut, dann machen wir als erstes mal die Schlangen. Yay, Schuppenleder, das ist cool, was ist das? Ein Lederwams Rüstung 11, ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich glaube, das könnte sogar besser sein als das eine oder andere, was da hier getan hat von uns. Es sind doch relativ viele Leute schon. Die Irina zum Beispiel hat nur Rüstung 3. Und das könnte sich bei der sogar ausgehen. 152. Geht sich das aus? Ja, das passt schon. Ausgezeichnet. Und schon haben wir wieder jemanden besser ausgerüstet. Ja, und das scheint es wirklich durchzugehen. Ausgezeichnet. Auch das ist nicht schlecht. Ha, und wir haben den Speer. Gut. Jetzt machen wir da mal weiter. Und ich überlege gerade, wollen wir noch ein Sammelwerkzeug, ein gescheites bauen? Warte mal. Wie ist denn das? Du hast schon ein Sammelwerkzeug, du auch, aber das bringt nur Sammeln 1 und du hast auch Sammeln 4 und du hast auch Sammeln 4. Gut, das heißt ein Sammelwerkzeug wäre vielleicht eh nicht so schlecht, wenn wir noch herstellen. Wenn wir so, ah, da haben wir eh noch Weiden. Können wir aus Leben machen. Na bitte, bringt auch 9 Forschungspunkte und sammeln 4. Stecken wir doch glatt. Ausgezeichnet. Na. Da. So, was ist mit euch? Ihr seid schon gefahren. Haben wir das gemacht? Wir haben nur einen Forschungspunkt. Aber mit den 9 sollten wir eigentlich einen zweiten Forschungspunkt kriegen für das Sammelwerkzeug. Das heißt, wir sind guter Dinge. Stärke 2. Wollen wir das auch jagen? Stärke 2 sollte eigentlich auch kein Problem darstellen. Na bitte, was ist das? Eine Knochenspitzrüstung, eine hochwertige. Ausgezeichnet. Schauen wir mal, ob wir die auch gleich einsetzen können. Was ist mit dir? Was hast du für Rüstung? 7, ja. 5. Du kannst nichts Schwereres tragen als das. Also, wenn es mehr als 76 wiegt und ich fürchte das fast, dass es das tut. Ja, 137 geht das nicht. Das ist aber auch gut. Ja, und schon ausgetauscht. Also rüstungstechnisch sind wir ein bisschen modig unterwegs derweil noch.
Warte mal, ist das Kohle? Ja, Kohle. Dann machen wir da vielleicht sogar glatt ein Lager mal. Und sammeln mal Kohle. Geht sich das in einer Runde aus? Ich fürchte nicht. Ich fürchte fast, dass wir da zwei Runden bleiben müssen. Ja. Wenn wir zwei Runden bleiben, kriegen wir sogar. Müsste man nicht. Wenn wir drei Runden bleiben, kriegen wir wahrscheinlich drei sogar. Müsste man schauen. Ja, nehmen wir uns Holz auch noch ein wenig mit. Thea is not an easy place to grow up in, but alas, grow up we must. One of your children has matured into a young adult and is ready to join your village and rebuild Thea. Weil wir wollen eine zweite Gruppe dann bauen und da brauchen wir zumindest einen wirklich guten Sammler drin in der zweiten Gruppe. Nö, das Kind hat lange Zeit auf dem Feld gearbeitet, das wird Zeit. Dass es seinen rechtlichen Platz und den stolzen Arbeitern einnimmt. Becoming an adult is an important rite of passage. Ja. The whole village celebrates this joyous occasion. The youngster places a food offering at the altars of their gods, in thanks and in hopes for a good future. Nicht schlecht, feiert den Initiationsritus. Gut. Kommt auf die Welt und ist schon uralt. So, wir haben noch immer nur einen Punkt. Ja, das ist okay. So, dann können wir gleich den neuen Sammler einsetzen. Wo gehen wir denn rein? Zum Essen oder zum Holz? Essen. Dabei einmal. Mhm. Ah, ausgezeichnet, jetzt haben wir zwei. Das heißt, wir nehmen als nächstes die schweren Rüstungen. Brauchen wir Metall oder Holz, Edelsteine, ziemlich viele, oder Knochen oder noch einmal Metall. Das heißt, wir werden als nächstes in die Metallsachen investieren vielleicht. Und sowas bestätigen wir das doch glatt. Schauen wir mal, können wir gleich eine schwere Rüstung basteln? Puh, 20 Holz. Na, da hätten wir 20 Holz. Können wir das dann als sekundäres Ding nehmen? Noch 20, was ist das? Dryadenholz. Wow, 22 Forschungspunkte. Das ist nicht schlecht. Und 18 Rüstung. Und es ist nur 160 schwer. Das ist nicht schlecht. Das machen wir glatt. So, diese 22 Punkte sind nicht schlecht. Nicht schlecht. Mhm. Mit 22 Punkten sind wir schon wieder die Hälfte, haben wir dann schon wieder fast die Hälfte von den Punkten. Aber wir brauchen dann wieder mehr Zeug, was wir verwenden können. Das heißt, wir müssen. Wie schaut es bei euch aus? Gut, das heißt, die nächste haben wir in einer Runde. Das heißt, wir nehmen noch einmal Holz, noch einmal Kohle und nächste Runde gehen wir dann weiter zu dem Schlagholz und dann schauen wir weiter.
So, warte mal. Du kriegst das da. Und bist du ein bisschen besser noch. Dann hast du nicht sammeln 5, sondern 10 sogar. Oh, das ist hochwertig. Na, das ist ja cool. Das ist gut. Den werden wir auf jeden Fall dann rausschicken in die freie Wildbahn. Um irgendwas zu machen. Das heißt, wir geben ihm gleich auch die gescheite Waffe. Damit er sich wehren kann in der freien Wildbahn. Und eine Rüstung. Ausgezeichnet. Ja, okay. Das eine Lederding kann man eigentlich entsorgen. Eigentlich wäre es super, wenn wir alle möglichen Sachen hätten von dem, was wir da wollen. So, das sind noch immer Leute. Ja, aber jetzt hören wir trotzdem auf damit. Jetzt haben wir zweimal Kohle, das heißt, wir haben 32 Kohle. Das heißt, es genügt, was wir da haben. Vielleicht ganz kurz. Ja, das ist super. Genau, verbrennt mal all dieses Zeug, dieses wunderschöne, statt das Holz, was wir da auch haben. Schwammern. You travel through the hills in search of resources, and you come across the remains of an old settlement. Okay. The houses are small, almost built into the hills themselves, and despite the decay brought by the darkness, many look well preserved. You realize, however, that you are not alone, as two tall orcs step in front of you with their weapons drawn. Halt! One shouts at you in a deep, heavy drumming voice. Naja, wir wissen ja mittlerweile, dass Orks nicht unbedingt böse sind. Gut, gut. Lass uns nicht voreilig sein. The two orcs speak together in a foreign tongue, which sounds a lot like whistling leaves on a windy day. You make out a few words like deal, mistress, and vault, but not much else. The orcs step aside, and an orcish female steps in. She is even taller, muscular, and holds her head up high as she speaks to you. We got here first, human, so don't get any ideas. But we may have a deal for you. We found something, and it needs tools to open, and we have none. Give us your tools, and in exchange we will give you several weapons and some resources we've found in this place. Deal? Die wollen zwei unserer Werkzeuge haben, aber welche Werkzeuge würden wir verlieren? Ich will nicht die tollen Sachen verlieren. Ich meine, den Hammer kann es haben, weil den brauche ich unterwegs eh nicht. Warum ich den mitgenommen habe, weiß ich eh nicht genau. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Fangen wir mal das. Wir können wahrscheinlich auch immer die... frowns, and her men take a few steps forward, but she raises her hand to stop them. Work together, you say? Why? We have never gotten anything but hatred and disdain from your kin. Why would we trust you? Was heißt your kin? Woher willst du wissen, dass ich ein Mensch bin? Wir sind nicht böse. Na okay, wir müssen einen sozialen Kampf machen. Das hatten wir doch schon mal. Sowas in die Richtung. Eine Ork-Hexe, eine Ork-Matriarchin und 4 Ork-Kämpfer. Das haben wir schon mal besiegt, glaube ich, in diesem Spiel. Es ist nicht so einfach, aber es ist auch nicht so schwer. Wir haben den Myrtle, der hat mittlerweile einen Schaden von 17. Bist du irre? Sozial. Ja, das machen wir doch glatt. Der macht die Ork-Hexe alleine hinüber. Ja, dann gehen wir mal den Myrtle rein. Wir können sogar noch jemand zweiten reintun. Sie macht ziemlich viel Schaden, hält aber praktisch nichts aus.
Dann kann sie wenigstens noch einmal Schaden machen, bevor sie erledigt wird. So, was können wir denn machen? Verbündeten unterstützen. Das heißt, sie macht dann mehr Schaden. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Gegentaktik 4 können wir mal ausprobieren dann. Oh, 7 Schaden mehr. Bist du irre. Und auch unterstützen. Wir können aber niemanden vorschicken. Gut. Schauen wir mal, was die nächste Sache kommt. 18 und 14. Wow. Okay, aber die machen nicht allzu viel Schaden. Schade. Was super wäre, wäre, wenn wir unsere verwirren 1 oder wenig. Gegentaktik 7 könnten wir versuchen. Das müsste zumindest einen Taktik-Dings loswerden. Yes. Und irgendjemand, der relativ viel aushält. Den David. Den kennen wir ja jetzt schon. No. Arg. Der macht den Ork-Kämpfer einfach stärker. Bist du irre? Wenn die beide da in die Richtung angreifen, fällt er dann raus? Ich fürchte fast, gell? Machen wir die Layla als nächstes. Die können wir noch verstärken, weil die wird das auf jeden Fall, den ersten Onslaught müsste die eigentlich überleben. Weil der David hält beide aus, also hält beide ab, dass sie noch drankommen kann. Passt. Und dann gehen wir noch rein. Ah, ich hätte sie reingehen. Ah, ja, aber sie kann in die andere Richtung schützend drinnen sein. Auf der anderen Seite ist ja möglicherweise auch irgendjemand, der noch Schaden macht. Fünf Punkte Schaden. So, aber der macht nur 8, das heißt, wenn wir sie unterstützen, dann machen wir mal 7. Dann machen wir 6. Und 2. Damit könnte die Chibira für sich alleine den Ork-Kämpfer erledigen. So, und dann noch er. Und ich hoffe, zu dem Zeitpunkt, wo er drankommt. Ah, das war ein Fehler. Shit. Naja, wurscht, dann machen wir den auch rein. Ich hätte zuerst das verbessern sollen, aber wurscht. Na, schauen wir mal, was passiert. Mit etwas Glück geht sowohl der Myrtle als auch die Kathi auf die Ork-Hexe los. Dann sind wir die nämlich gleich im ersten Zug los, oder? 28. Nein, sind wir nicht. Die hat mehr als 28 Punkte. Mist. Vielleicht gehen sie beide auf die Ork-Matriarchin los. Dann sind wir die Ork-Matriarchin los. Vielleicht gehen sie aber auch beide auf unterschiedliche los. Ausgezeichnet. Wir rollen das Feld von hinten auf. Da. Du Ork-Matriarchin, du. Ja, genau. Geh auf sie los und nicht auf die Hexe. Gibt's ja wohl nicht. Bist denn Dolm? Naja, wurscht. Geschafft ist geschafft. Wir waren siegreich. The conversation goes well, and so you end on a high note. So you see, we both have an image of our people in our heads. We think orcs are brutes who will eat our children, and from the sounds of it, you think the very same of us. If we give you our tools, you may not find anything of use in the vault anyway. But if we work together, you keep your stuff and get half of what's in the vault. And we both learn that trust can be found in the strangest of places. Wow, wir sind solche gut Menschen, das ist unfassbar. Oh, fine. You have a silver tongue, human, but I like it.
Let's get the vault open and then perhaps we can even drink together. Na, ich weiß nicht, so weit müssen wir es nicht kommen lassen. Inside the vault you find a supply of various wooden logs, some minerals and a huge supply of dried, cured foodstocks. You also find a small armory, but it is clear that whoever lived here treasured the food and resources more than anything else. Ja, teilen wie versprochen. You share the spoils and sit by the fire with the orcs. There is an awkward distance between the groups, but it is certainly progress. The orcs get up to leave, but their leader turns to you once more. This was a trip to remember, and I would not like it to go to waste on account of our mutual hatred. I give you one of my men. Not a good one, mind you, he's a measly thing, but perhaps he can prove his worth amongst your people. But in return, one of yours will come to live with us. Perhaps this way we will learn about each other and rebuild our land differently from before. She looks away, her face frozen in thought. Danke, unsere Gute nehmen an, oder nein, danke, unsere Leute gehören zu uns, doch mögen wir in Freundschaft leben. Nein, Verzeihung. Dies war eine einmalige Sache. Wiedersehen. Wollen wir einen Ork bei uns haben? Das Problem ist, wen kriegen sie? Das darf ich mir sicher nicht aussuchen. Da gibt es ein paar, die will ich nicht hergeben. Vor allem, die sind schon relativ gut ausgerüstet. Na gut, was soll's. A woman nods in agreement and says no more. One of your people joins the Orks, and one of the Ork fighters comes back with you. Both seem uneasy about their new situation, but accept it with grace. Kämpfer, Chibira. Was kann ein Chibira? War das schon gut? Das ist nett, sie scheint ihre Sachen zurückgelassen zu haben. Das ist eine von den neueren. Das ist okay, damit können wir leben. Was kann der oder die? Das ist eine Ork-Kämpferin eigentlich, so wie es ausschaut. Stärke 18, bist du deppert, der kann man ja alles in die Hand drücken. Rüstung 33, Sammeln 1, Irre 11, Gift, Tarnung 2. Ah, das liegt aber wahrscheinlich auch an dem Zeug, was sie in der Hand hat. Was ist das? Leschis Zorn. Rache des Bugai. Wowzers. Das ist ein Monster von einer Waffe. Wieso hat die zwei... Achso. Und ein Schild? Nein, das ist eine Rüstung. Und Holz. Okay. Na gut. Ich glaube, das war ein gutes Geschäft. Schauen wir gleich mal. Borgkämpfer. Rache des Bugai. 14 Schaden und 11 Gift. Und 8 Abschirmung. Bist du irre? Das ist eine Monsterwaffe, aber die Waffe ist eigentlich auch nicht schlecht. Vielleicht gebe ich die dem Sali. Dann verliert er zwar sein Schild, aber er kriegt plus 3 Attraktivität und 1 Geschicklichkeit. Das hat der Sali bitter nötig, so wie er ausschaut. Schaut ihn euch mal an. Aber wir verlieren das. Das hat 5 Rüstung und 7 Abschirmung. Das heißt, insgesamt würden wir 5 Abschirmung und 7 Rüstung verlieren. Und 5 Rüstung. 5 und 5 Rüstung würden wir verlieren. Und wir würden gewinnen 3 Attraktivität und 6 Schaden. Das heißt 9 Plus und 10 Minus. Das wäre leichter, wir könnten auch schwerere Rüstung tragen. Apropos schwerere Rüstung. Was ist das drum? Hast du noch irgendeine andere Rüstung mitgenommen oder nur ein Schild?
offensichtlich ihre Rüstung zurückgelassen, die junge Dame. So, die braucht eh neue Rüstungen und ich glaube, dieses Ork-Rüstungsding war relativ leicht. Ah, schade. Ja, warte mal, wie ist denn, dass man noch dieses Schwert nehmen würde? Das Schwert jetzt. Ja, das Schwert ist leichter als das eigene Schwert. Dann kann er die schwerere Rüstung tragen. Dann haben wir zumindest einen Teil des Rüstungsschutzes wieder zurück. Den wir vorher verloren haben. Ausgezeichnet. Okay. So, jetzt wollen wir uns dann nächste Runde noch so in Position bringen, dass wir da gescheit sammeln können. Jetzt greifen wir dieses Ding da an. Okay. Aber immerhin ein Forschungspunkt ist ein Forschungspunkt. Was ist das da hinten? Kräuter. Sollen wir Kräuter auch sammeln? Ah, verdammt. Ist das großzeitig deppig. Wäre ich nicht darauf gegangen, hätte ich gleich gesammelt. Your scouts report something of interest nearby and mark it on your maps. Your scouts spot a very unusual landmark in the distance. A statue made entirely out of silver. It is likely that some danger may lurk there, as no one has looted it yet. But it is a lot of silver up for the taking. Ist okay, Silber ist nicht schlecht. Eine Sehenswürdigkeit. Ist das schön? Wenn wir runtergehen, na vielleicht gehen wir dann trotzdem zuerst runter, schauen uns mal diese Quest hier an, vom kosmischen Baum. Da müssen wir ja noch nicht viel machen, glaube ich. Und gehen dann quasi als nächstes darüber, zu dieser Sehenswürdigkeit. Sammeln wir mal dieses Holz. Du sammelst Kräuter. Und alle anderen sammeln Holz. Ausgezeichnet sind wir auf 2. Sammeln 1 Typ wäre nötig gewesen, dann hätte man das in einem Zug gekriegt. Ist okay. Wir werden da eh ein paar Runden sammeln. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr Kräuter als Starkholz sammeln. Wir schauen mal, wie viel Essen haben wir denn noch. Achso, warte mal. Schon auf jeden Fall die Vorräte an, weil das da dürft sie mir nicht verbrennen, ihr Irren, und das werden wir nicht essen. Das Getreide ist wichtig. So, wir haben noch für 10 Runden Essen. Wenn wir das Getreide auch essen, hätten wir sogar noch ein bisschen mehr. Brennholz haben wir mehr als genug für die nächsten 3 Jahre. Ja, schauen wir mal, vielleicht greifen. Achso, das sind Wolfsbauern, nicht Wölfe. Gut. Herrschaften, an dieser Stelle mache ich Schluss für heute wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Das nächste Mal
sehen wir uns wieder, wenn es heißt, schaffen wir es, Thea zu retten. Bis dann.